Das ist verdammtes Alien. Bist du dir sicher? Ich hab nichts gesehen. Das. Dann nehme ich doch lieber. Ey, jetzt gib mal Gas, Alter. Jetzt gib aber mal Gas. So, Leute, es hat uns nur 2 Stunden gekostet, aber wir haben das Vieh gefunden. Ich hab die Tür zu. Ja, dann bieg ab. Ich brauch 2 Leute dafür. Nein, Mann, da ging doch noch ein Gang ab. Was machst du denn da? Du läufst ja schon wieder zurück. Da war doch noch ein Gang rechts von der Tür. Da? Ja, Mann. Ja, super, das funktioniert ja hervorragend. Oder? Nein. Hey, fuck, ist das Sackgasse? Ja, dann muss es irgendwo anders da gehen. Das Vieh ist erstmal beschäftigt. Das hat erstmal einen Extra zu knuspern. Du, vom Krauchen wird es auf jeden Fall nicht. Das bringt zwar wahrscheinlich gar nicht zu krauchen, aber das war jetzt wirklich ein Alien. Oder es war ein Mensch mit einem Stoßzahn. Weasen? Ja. Wir haben das Alien gefunden. Unerwartet. Oder es uns? Was für eine Sauerei, ey. Ich fange mal an, ein bisschen langsamer zu spielen, ne? Nein. Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt, anzufangen, langsam zu spielen. Gib Gas, wir müssen hier weg, aber Alter. Wohin denn? Weg! Ja, aber wohin? Einfach weg! Du bist ja sehr klug. Du hilfst mir ja wahnsinnig. Gib Stoff? Ja, Taschenlampe einschalten. Ja, zum Beispiel. Warte mal, da links. Hier, Transit, da muss man doch bestimmt irgendwo hier. Hier, gibt es da nicht irgendwo einen Knopf, wo man drücken kann? Ja, zu zweit nur, ne? Wahrscheinlich wieder. Mann, such doch erstmal einen Knopf für einen alleine. Was hier? Restore Power. Oh, großartig. Ja, danke schön. Da drin. Da. Ja. Ah, dann nimm den. Was passiert jetzt? Jetzt kommt da was oder was? Irgendwas faucht da. Was ist da hinten im Gang? Ich verstecke mich und schaue nicht. Ich glaube, das Beste ist einfach zu warten. Call. Oder es. Ist gar nichts hinten im Gang. Passiert jetzt was? Kommt jetzt was? Oder? Ja, das blinkt doch. Da kommt da irgendwas, oder? Oder ist jetzt hinten die andere Tür offen? Nein. Da kommt jemand. Da kommt was. Mach auf. Mach die scheiß Tür auf, Alter! Also ich bleibe jetzt einfach hier stehen, beweg mich gar nicht, weil ich habe keinen Vorteil, wenn ich renne. Und jetzt? Ja, jetzt immer noch zu. Oh. Mach die Tür zu. Oh. Ah, wir waren vorlaut. Wir waren etwas vorlaut. Ein wenig. Ich habe Schiss. Voll gut, oder? Ja. Da kommt man so ein bisschen in Wallung. Die Pumpe geht. Alter Schwede. Ja. Schnell die Illustrierten durchchecken, ne? Die sind auch so super. Jetzt weiß man gar nicht, wo. Na, da vorne ist, wo aufgeht, da. Okay, immer da. So, okay, das Vieh war jetzt sicherlich nicht so clever, sich oben auf den Wagen draufzusetzen, oder? Der kann noch kein Fahrstuhl bedienen, oder? Das kann nur die Queen. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Aliens. Ach so, good one, stimmt. Ende Alien 2. Erstmal hier. So, jetzt erstmal. Oh, keine Taschenlampe, sondern. Bisschen später der Puls, ne? Kann ich das lesen? Nee, schade nicht. Nein, nicht. Nee, ich glaube, jetzt sehen wir. Wir sind ja jetzt mit dem Ding halt irgendwo in einen anderen Teil der Station gefahren. Das rennt doch jetzt nicht dem Waggon hinterher, oder? Nee. Das hat doch Besseres zu tun. Aber das Problem ist, I've got places to go, people to eat! Ich habe 1000 Orte, wo ich lang kann. Ja, lass uns erstmal halt die Treppe hochgehen oder so. Lass uns erstmal umgucken, vielleicht. Lawrence System Lobby. Und hier ist die Workspace Solutions. Und da ist der nächste Schacht, also der nächste Transit. Ja, hier liegt doch bestimmt irgendwo noch was rum, oder? Der Noppenboden ist auch so richtig geil. Ist richtig. Oh, sorry. Oh, ich kann zuschlagen. Wow, kannst dich wehren. Ja, guck mal, dieser Noppenboden, den kennt man aus den 80ern sehr, sehr gut. Ja, nicht nur aus den 80ern, aus den 90ern und halt eben aus dem neuen Jahrtausend. Ich war in so vielen Gebäuden, wo das halt immer noch so aussieht. Also wir gehen jetzt mal hier in die Lobby, ne? Ja.
Ah, da waren wir schon, oder? Kennen wir das nicht schon? Nee. Nee, wir sind doch gerade erst angekommen. Guck mal, da drin gibt es doch wieder ein Terminal, da müssen wir doch bestimmt irgendwie rein. Sign in, da haben wir vielleicht die Karten für. Ah, okay. Password required. Passcode required. So, vielleicht finden wir irgendwo einen hier in der Gegend. Wir hatten irgendwann mal eins aufgeschrieben, ne? Vor ein paar Folgen. Ja, aber das war woanders. Ich glaube, das Ding haben wir verpasst. Ich hoffe es. Nee, lass uns, ja, nee, das ist einfach nur Fahrkarte. Lass uns mal hier irgendwie gucken, ob wir hier nicht da. Guck mal da. Nee, wo ist er nicht? Schrank. Nee, dich schon wieder verstecken. Ach, komm. Nee. Ach stimmt, in diesem Spiel kann man ja in Schränken nichts finden. Hier kann man sich nur drin verstecken. Okay, geht's wieder runter? So, jetzt ein bisschen Speedplay wieder hier, ne? Ja, du aber. Come get me! Ja, aber jetzt nicht so schnell. Also, ich will ja auch noch ein bisschen Story mitnehmen. Guck mal, kommen wir da rein? Nein, auch. Nee, ist auch zu. Ja, dann vielleicht wieder Luft. Da kommen wir. Ah, okay. Da kommen wir wieder runter wahrscheinlich, gerade? Ne? Ja. No weapons allowed. Dann gehen wir einfach mal durch. Haben wir ja keine. Wie geil. Hervorragend. Das schenkt Vertrauen. Reden ins Dunkle doch. Na, wer da jetzt wohl drin sitzt. Oh, ja. Warte mal, da liegt das. Ah. Kleber. Nicht mit Sekundenkleber spielen, ne? Hm. Ging da rechts ein Gang? Ich dachte auch, weil ich glaube, es ist nur ein Nebel. Nee, es war einfach nur der Schatten. Das ist aber sehr laut hier drin, zu laufen. Ja, deswegen sollte man da halt nicht so rumpoltern, ne? Vielleicht auch vorher das Licht ausschalten, ne? Bevor man... Ich habe gar keinen Überblick mehr. Warte mal. Jetzt sind wir doch bestimmt auf der anderen Seite, wo wir nur reingucken konnten. Achso, wir sind jetzt einmal so rum. Okay. Ah, da drin kann man sich verstecken. Aber geh doch mal hier durch. Ich habe komplett die Orientierung verloren, oder? Nee, jetzt laufen wir gerade wieder zurück. Ja, ne? Ja, aber warte, wir haben doch gerade jemanden rufen hören. Hier ist doch jemand. Ist das... Ob das halt auf der anderen Seite was Gutes ist, weiß man halt eben nicht. Ah, wo ist der Elevator? Ich... Na, hier. Da ist der Elevator. Und da steht ein Mensch. Ob er wohl nicht gut ist? Shit! Oh. Sieh zu, dass du wegkommst. Alle fickrig. Okay, gib Gas. Ab in Luftschacht. Ab in den Luftschacht. Rechts rum, links rum. Scheiße, ja, jetzt da. Und jetzt da links. Nee, links. War das denn nicht links? Ja, an der Wand. Da. Rein da. Die haben doch alle eine Meise, so, oder? So, jetzt stillhalten. Und kein Licht anmachen. Scheiße, ey. Die haben ein Problem mit ihren Aggressionen. Ja, die sind einfach nicht ganz sauber, Alter. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Ich hab noch nicht mal irgendwas gesagt und schon ballern die hier los. Bist du sicher, dass das eine clevere Idee ist? Die suchen dich doch jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob sie das tun. Meinst du nicht? Meinst du, die schießt einfach nur auf dich und ruft ihre... Warte mal. Was war denn die Gummisohle, ne? Okay. Ja, wenigstens schließen diese Dinger halt so komplett dicht. Das ist jetzt die obere Etage wieder, oder? Also die andere Etage. Das ist die andere Seite. Da ist die Barrikade. Aber das Problem ist, da kommen wir ja nicht weiter jetzt, ne? Jetzt wahrscheinlich muss ich an die Rand schleichen und die niederschlagen oder so. Echt, meinst du? Ja. Aber ich bin ja gegen die. Ey, die Alte hat auf dich geschossen, die kriegt jetzt eine drüber. Ist aber nicht ganz dicht, die Olle. Also wieder rein? Sneaky-mäßig und so? Na, sneak mal. Na gut. Das war immer. Okay, es ist bewiesen. Es gibt Aliens. Es gibt Menschen, die schießen. Es ist doch ein Spiel, wo was passiert. Es ist irgendwie nicht so eine komische Lagerfeuerstimmung mit. Es ist keine Kaffeefahrt. Nee, kein Suspense mehr. Nein, wir sind inzwischen in der Combat-Zone gelandet. Und versuchen zu überleben. So, die Alte da draußen mit der Knarre ist noch auf der Suche nach dir. Und nach uns vielmehr. So. Ich werde versuchen, dran, das Tempo hochzuhalten, aber... Ey, ganz im Ernst, denk dran, die sehen das Licht. Okay, scheint sicher. Das ist auch sehr verräterisch, ne?
Ja. Also leise ist was anderes, ja. Aber hier war ich doch schon. Das ist die falsche Richtung, oder? Naja, wir sind jetzt halt eben hier in diesem Terminal. Alter, aber ganz im Ernst, uns geht hier gleich die Batterie aus, ne? Von der Taschenlampe. Ja, leider schon. Das heißt, wir müssen noch Batterien finden irgendwo, wahrscheinlich. Haben die noch nichts gehört von LEDs hier so in der Zeit? Ey, hör mir auf. Jetzt auch noch Strom sparen. Mann. Alter, das wird ja alles nicht einfacher. Ich hab das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Super auch. Nee. Ja, da oben ist es nämlich. So, jetzt schleichen wir uns mal leise an. Bleib mal gecrouched. Ich glaube, wir müssen der alte eine drüber brennen. Ich glaube, die hat das auf jeden Fall verdient. Weil wir haben nämlich doch die erste Waffe hier gefunden. Nein, doch nicht so. Doch. Ja. Ja, ich muss ja kurz mal vorführen. Das haben wir vorhin schon gesehen. Mach so einen Scheiß nicht, ey, die hören das. So, rotieren die Penner hier rum. So, da am Fahrstuhl ist schon mal keiner mehr. Aber die Olle ist jetzt weg, ne? Mit der 45er. Ja, maybe. Hier, Staff Access Only. Das ist doch unsere Art hier. Meinst du, das geht? Nö, natürlich nicht. Da braucht man einen Button für. Dieses Symbol fand ich auch immer geil, ne? Wofür steht denn das? Für Docking Collar, für Door, für Shut, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was es sein soll. Schleuse? Weiß man nicht. Schleusenzeichen. Okay, aber es sieht cool aus, es stimmt. So, aber hier. Hier drückt sich gerade keiner rum, oder? Nee, jetzt sind alle weggegangen. Das war eine ganz gute Taktik. So, da ist zu. Warte mal. Da liegt noch ein Schraubenschlüssel rum. Nehme ich den mit? Wie viele brauchen wir denn? Guck mal, nee, die haben halt mit allen Mitteln versucht, das Ding aufzubrechen hier. An Access Tower. Ah. She was trying to hack the elevator security. Hacken kann sie auch noch. Circuits are fried. Easy fix. Just need to find a new data cell. So, dann brauchen wir jetzt eine Datazelle. Wie finden wir die? Da oben wahrscheinlich, oder? Eine Etage höher. Ich würde. Alter, da. Unter die Treppe, unter die Treppe, unter die Treppe. Ab in die dunkle Ecke. Dann sehe ich sie halt auch nicht, ne? Nee, aber. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Wieso denn, ja? Die sind alle so negativ, oder? Okay, wir gehen nach oben. Ab nach oben die Treppe hoch. Meinst du, sind schon durch? Oh, 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 oh. Ab, zurück in die Ecke. Did anyone else catch that? Oh, nee, ey. False alarm. Ich bin für sowas nicht gemacht. Oh Gott, der sieht es doch direkt. Nee, bleib, wo du bist. Der geht die Treppe wieder hoch. Ja, geht die Treppe direkt. Gehe ich dann nach geradeaus durch? Ja. Oh Gott, da steht jemand genau. Ja, Mann, lass ihn da stehen. Der geht gleich weiter. Die sind direkt und über ich uns. Ich gehe jetzt geradeaus durch, oder? Die sind direkt auf der Treppe über ich uns. Ich weiß doch. Da ist aber noch einer. Ja, da ist noch einer. Er ist weggegangen. Ja. Oben blinkt nee, aber rot. Hier schnauft noch einer. Hier schnauft noch einer, irgendwie direkt über uns. Ich kann es halt nicht sehen. Nee, einfach hören. Die latschen hier direkt über uns rum. Ja, ich weiß. Aber we're safe here? Oh. Feel safe. Ja, dann verpiss dich doch einfach. Problem hau doch ab! Wohin. Oh Gott, da steht einer direkt weg, Clara. Ja, super Ize, ey. Bleib erstmal hier in der Ecke. Bleib erstmal hier in der Ecke. Niederschlagen, Waffe schnappen, aneinander schießen. Ja, das wird funktionieren, wenn alle im selben Raum sind gerade. Oh, das sind so Momente, die hasse ich. Ey, das ist eine perfekte Position, die wir jetzt hier haben. Wir sitzen nämlich voll in der Falle. Sobald einer hier in die Ecke guckt, halt so sind wir am Arsch. Das ist doch so gedacht. So, ja, natürlich, ja, wahrscheinlich so. Aber der Typ da oben halt so, der patrouilliert da halt immer hin und her. Ich kann halt geradeaus durchlaufen, die andere Seite. Das würde funktionieren. Ja, aber da ist er auch Sackgasse. So, jetzt mal halt so ein bisschen um die Ecke schmulen. Nee, nicht rennen. Ganz blöde Idee. Das hören sie. Oh Gott, sie sieht mich doch direkt. Na, offenbar nicht. Hallo! Hallo! Kuckuck! Wer will mich erschießen? Hier ist Weezen! Wer will mich erschießen? Kann ich mal kurz das Handy benutzen? Oh.
Wie willst du denn anrufen? Die Versicherung. Ach so, ja. Die Firmenzentrale. Ach, guck mal, jetzt kommt er wieder runter. Jetzt hier oben frei, ne? Ja, ja, warte mal, vielleicht verpissen die sich jetzt. Lass uns mal noch. Lass uns mal noch einen Moment warten. Vielleicht verpissen die sich. Oh, das gibt's ja nicht. Die sind wieder auf der Treppe, oder? Die sind irgendwo über uns. Ja. Oh, das ist so ätzend, sowas. Ja, of course. Ja, ey, ganz im Ernst, ihr habt Waffen, weißt du, was sollen wir denn sagen? Ja. Oh, da ist wieder jemand. Don't look at me like that. Guy had it coming. So, dann komm jetzt um die Ecke und ich schlag dich nieder. Schnapp mir die 45er und dann seid ihr alle Geschichte. Bam, bam, bam. Vier Kopfschüsse, dann ist Ruhe. Oh. Ich hab auch Glück, ne? Ich schaue immer genau in dem Moment, wo die Leute sich umdrehen. Aber irgendwie halt die schnallen das offenbar nicht. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab dich gesehen. So, also es muss mal jetzt hier zum Ende kommen. Ja, wir müssen jetzt. Können jetzt hier nicht festkleben. Nee. We need more supplies. Guns, food. Yeah, of course. More guns. Even one gun. Oh, 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 da kommt wieder einer. Oh, scheiße, ey, da haben uns ja... Oh, 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 nein, 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 nein. Ich kann mich nicht kleiner machen. Nee, ich weiß. Keule, verpiss dich, Mann! Okay, jetzt rüber rennen. Nee, rennen nicht, die hören das. Das Problem ist, es kommt immer einer, wenn ich über die Ecke schaue, ne? Ja, dann jetzt los. Jetzt ist der Zyklus durch, lauf. Wir sind direkt neben dir. Ja, super. Ey, bloß ab dafür. Jetzt irgendwo verstecken. Wir müssen hier irgendwie einen Vent finden. Irgendwas. Da rein. Ich habe keine Ahnung, oh wohin. Oh Gott. So. Mal kurz Licht. Krieg ich nur hinterher? Ich weiß es nicht. We're not alone. Of course not. Bleib da drin. Okay, gut. Also ich meine, das hat es jetzt auf jeden Fall gebracht, aber... Aber das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht... Ich kann es ja nicht kaputt schlagen, den scheiß Van und da durchsteigen. Das geht nee, auch nicht. Aber hier unten... Mach mal Licht an. Da ist kein Durchgang. Mach mal Licht. Doch, doch. Was siehst du? Ich hab nur zwei Drittel meiner. Ist völlig egal, wo wir sind. Ey, jetzt erstmal hier da, filz mal die Kiste da links. Filz mal die Kiste da links. Alter, muss doch ein Medkit drin sein oder irgendwas. Charge Pack und Scrap Metal, na super. Take Item. Take Item. Naja. Medkit wäre nett, ne? Den müssen wir uns bauen, glaube ich. Ja, stimmt. Geh mal, guck mal, da ist noch eine Kiste. Aber es hat funktioniert, wir haben überlebt. Ja, das auf jeden Fall. Revolver-Munition haben wir auch und noch mehr Altmetall. Ich hoffe, wir hätten sie nicht hier schlagen müssen, um den Revolver zu bekommen. Das sollten wir irgendwann wirklich probieren, aber es ist halt... Die kleben an ihren Waffen. Sind damit verwachsen? Ich hoffe nicht. Wie kann ich denn jetzt nochmal Waffensachen zusammenbauen? Der geht doch erstmal in den Schacht zurück, nicht, dass wir so viel Tür sehen. Ja, ich weiß nicht, ob es da sicherer drin ist. Ich würde sagen, weil ich meine, das geht ja nur noch oben durch. War wie so ein Nagetier. Naja, wir drücken uns hier irgendwie in Luftschächten rum. Gut, so, geh doch mal ins Inventory. Was war das nochmal? Ich glaube E oder Q, eins von beiden. Ich glaube Q. Ah ja. So, wir haben zwei Flares. Medkit, was brauchen wir denn? Ja, super. Was ist das Rote? Etwas, was wir nicht haben. Nee. Nein, großartig. Warte mal, lass mal aus, drück mal LMB. So, was gibt's denn? Haben wir? Nee. Der Injector fehlt uns und Compound B fehlt uns. Bonding Agent haben wir mehr als genug und wir haben einen Sensor und einen Charge Pack. Ja, sieht schlecht aus. Also so eine Nummer wie gerade eben sollten wir nicht nochmal machen, sonst sind wir nämlich tot. Okay. Ja, hier sind wir halt gefangen so, ne? Hier, warte mal, kannst du das... Aber, oh nein, jetzt kommen wir auch nicht raus. Nee, mit einem Plasmabrenner nur, den haben wir nicht. Das heißt, wir sind jetzt zurück zu den Freaks? Ja,
Aber das Ding ist halt so, wenn die weiterhin halt eben sich da unten rumdrücken, können wir vielleicht oben rum entkommen irgendwo. Weißt du? Wenn. Ja, die haben sich dauernd da unten an der Treppe rumgerückt, wo wir halt eben in der Ecke saßen. So wieder hochklettern. Man sieht natürlich wieder nichts, aber ich mache jetzt auch keine Lampe an. Das ist ja irgendwie blöd. Nee, das wäre Selbstmord. Oh, oh. Ja, es geht ja gut los. Was? Direkt rückwärts runtergefallen. Ja, das Problem, wenn ich, sobald ich hier stehe, geht's auf, ne? Nee, nicht ganz. Nee, noch nicht. Aber ich sehe auch nichts. Ich muss nee, das Ding ist halt so, jetzt ist die Frage, wenn die Alte jetzt hier da oben hin und her patrouilliert, sehen wir ja gleich. Ja, ja. Bleibt mal hier im Dunkeln. So, lass mich mal beobachten. So, jetzt da hinten rein? Die ist weggegangen. Ja, nee, die ist da hinten halt so, die läuft da bestimmt eine Runde und kommt dann wieder. Mann, ey, bin ich das Alien oder was ist das Problem? Ja, das Alien würde da rausgehen und den einfach hatte den Arsch aufreißen. Oh, wie dankbar wäre ich, wenn das Alien den Job erledigen würde. Ja, wo ist das Alien eigentlich, wenn man es braucht? Ja, wirklich, wo ist es denn jetzt? Wo ist das Alien, wenn man es braucht? Ich bin so eine Ratte jetzt hier, so ein Nagetierchen hier im Gang. Ja, come on. So, warte mal. Aber ich muss doch jetzt nicht alle drei erledigen, das kann doch nicht... Nein, warte, lass uns doch erstmal warten halt. Lass uns mal gucken, was die Alte da macht. Ich könnte zumindest hier an diese Treppe ran, in die Sichtdeckung, ne? Ja, wir wissen aber nicht, was links oben ist. Wissen wir nicht. Aber ich vermute mal, dass ich weiter unten rumdrücken. So, warte mal, jetzt dreht sich gleich um. Weil da hinten gibt es bestimmt auch einiges. So, jetzt fällt der Ollen natürlich nicht auf, dass jetzt hier irgendwie Luke auf ist. Oh, oh, ich gucke in unsere Richtung. Da muss ja eigentlich... Oh, da kommt jetzt eine Treppe hoch. Also, das ist aber nicht wahr. Man hört auch kein... Doch. Ein Schritte. Treppe, oder? Keine Ahnung, gehen wir nochmal ran. Gucken. Ja, irgendwie halt so merken wir das ja scheinbar nicht, wenn hier die Lampe aufgeht. Nee, falsche Seite. Oh, da steht jemand. Da hinten steht auch noch jemand. Nee, da steht direkt, die Olle steht direkt da. Da ist geradezu jemand gesehen im Fenster. Ja. Nee, aber die, der sieht uns. Der hat die Video gesehen. Nee, der sieht uns nicht. Der steht einfach nur so da und guckt. Der ist aber eine Bereitschaftshaltung, der hat das gesehen. Ja, nee, scheiße ist, der hat uns nicht gesehen. Der patrouilliert nur. Weg. So, und jetzt... Gerade an die Treppe. Ja, Treppe Rand. Hoch. Treppe hoch, hilft nix. Ich bin jetzt keine schnellen Bewegung. Nee, schön schleichen. Immer schön schleichen. Und guck hin, wo du hinläufst. So, jetzt können wir mal hier irgendwie Luke. Aha. Eins, zwei, sind vier also Leute, ich kann oder? Den, wenn dann überhaupt. Drei sind es, glaube ich. Nee, sind vier. Oder ist der eine, der die Treppe eins, hat? So? Der oben ist der Typ in der weißen Kittel. Unten ist eins, einer zwei, und die Frau auf der rechten Seite. Aber ich bin der Meinung, vorhin ist da noch einer die Treppe hochgekommen. Aber es kann halt eher unten sein, der nach oben patrouilliert. Ich glaube, wenn. Warte mal, der läuft halt gerade in unsere Richtung. Was macht denn der? Der Typ hier unten, der warte ist mal, gerade. Warte mal. Also wenn, aber was für eine scheiß Situation. Sage dir eine Sache, wenn wir einen erwischen wollen, dann den oben. Ja, wir müssen auf jeden Fall uns... Kittel, auf der anderen Seite laufen. Da müssen wir aber an der Ollen vorbei. Nee, die ist auf der rechten Seite. Ich sage dir, wenn der Typ oben, als erstes hier Typen... So, da unten läuft der rechts weg. Guck mal, der läuft rechts, da steht der Typ im weißen Kittel. Ich sag wenn, ja. Jetzt laufe ich rüber, damit ich die Seite passiere. Ja, der sieht uns hier keiner hier. Ach nee, außerdem da. Es sind doch vier. Ich wollte sagen, es sind vier. Hm. Und keine offene Tür. Nee, es ist ja wohl zum Kotzen. Ja, das grüne Licht an der Wand, das ist aber alles. Ja, ja me too, my dear, me too. Ach, du hast Angst. Ja, du hast eine 45 gerade, ja. du blöde Kuh, ey. Wofür hast du eigentlich Angst? Jetzt ist er doch weg. Den Typen gegenüber, den müssten wir uns schnappen als erstes. Ja, aber jetzt hören die doch. Ich meine, wenn wir den Typen... erschlagen, Waffe schnappen und den Typen auf der anderen Etage erschießen. Ich sehe ja keinen Durchgang. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und jetzt, guck mal, jetzt ist doch der Augenblick da. Jetzt, wo wir ihn halt jetzt, in den Rücken fallen. Zumindest die Treppe hier, diese offene Fläche hier. Ja. Oh Gott. Ist offen. Links rüber. So, jetzt steht er da. Der steht da hinten links im Türrahmen, glaube. Ne, jetzt ist er weg.
Ach, da drüben, der geht da rein. Schlechte Situation. Das ist echt blöd. Ich glaube, wir müssen hier links runter, rum. Runter, runter. Wir müssen hier links rum. Also, wenn man jetzt den Kampf vermeiden kann, wäre. Ey, gib Stoff. Nicht rennen, nicht rennen. Nein. Ey, wenn er jetzt da wieder rauskommt, die Tür, dass wir hier wegkommen. Da ist die Tür offen. Gib Stoff, weg hier. Los, weg hier. Die Tür auf. Die fucking Tür auf. Nein. Fuck, die haben uns gesehen. Ihr amüsiert euch mit einer 45er und ich kusche mit dem Alien. Scheiße, ich hab Schatten gesehen. Nächster Rauch. Mit einer Brechstange, weißt du? Kommen die jetzt hier runter oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, die haben die Hose voll. Und das wir sind einfach dumm genug und wissen halt eben nicht, was gut für uns ist.